Die Polizei im baden-württembergischen Schwäbisch Hall fürchtet, dass ein Serienmörder dort aktiv ist. Nach dem Fund einer Frauenleiche in Michelbach prüfen die Ermittler Verbindungen zu zwei weiteren Todesfällen. Ja, denn auffällig ist, alle drei Opfer waren ältere Damen und sie wurden alle auf gleiche Weise in ihren Wohnungen getötet. Eine derartige Häufung von Tötungsdelikten sei für diese Region nicht üblich, betonte der leitende Staatsanwalt. Michelbach an der Bilz bei Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg. Eine beschauliche 3600 Seelengemeinde und möglicherweise Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens. Vergangenen Mittwoch wird eine alleinstehende 89-Jährige von einer Nachbarin in ihrer Wohnung aufgefunden. Sie liegt am Boden, am Kopf offenbar eine blutende Wunde. Die Rentnerin ist tot. Alles deutet auf ein Gewaltverbrechen hin. Es ist nicht der erste mutmaßliche Mord, der in 3 Jahren hier in der Region Schwäbisch Hall verübt worden ist. 2020 wurde eine 94-jährige Frau Opfer eines Tötungsdelikts, 2022 eine 77-jährige Frau und jetzt aktuell eine 89-jährige Frau. Mit diesem Phantombild sucht die Polizei nach dem ersten Gewaltverbrechen nach einer Frau, die als Zeugin oder Tatverdächtige in Frage kommt. Zwischen 20 und 25 Jahre alt, kräftige Statur, auffallend rote Lippen, so hatte sie ein Zeuge beschrieben. Gefunden wurde die Frau nie. Nun treibt ein Serienmörder oder eine Serienmörderin ihr Unwesen in der Region. Denn auffällig ist, alle drei Opfer waren ältere Frauen und die Tatorte liegen nahe beieinander. 75 Beamte ermitteln unter Hochdruck. Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird derzeit geprüft. Hierzu werden Spuren und die einzelnen Fälle miteinander verglichen. Ein Zusammenhang der Fälle ist möglich. Die Polizei rät älteren Menschen in der Region, besonders vorsichtig zu sein. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.